einen wunderschönen guten Morgen hier in der Online-Church von ICF Karlsruhe. Hey, ich habe meinen Kaffee mitgebracht und vielleicht ist das etwas, das euch auch verbindet. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es ist eine wunderschöne Latte-Art drauf. Also für die Noobs unter euch wie ich, wenn man so mit der Kaffeemilch da was Schönes reinmalt. Und vielleicht verbindet uns das und du hast auch gerade einen Kaffee zu Hause in der Hand, dann zum Wohl quasi. Diesen Kaffee habe ich mir direkt vom Gottesdienst bei unserem Barista-Team im Backstage-Bereich geholt. Und den Leiter dieses Teams, den Cyril, habe ich heute mit am Start. Grüß dich, Cyril. Hi. Guten Morgen zusammen. Hey, erstmal vielen Dank für diesen hammer lecker Kaffee. Und ich habe mal kurz gegoogelt, was heißt denn Barista? Weil ehrlich gesagt, ich wusste es nicht. Ich benutze dieses Wort ständig. Barista, ja, und natürlich Barista-Qualität. Aber jetzt kommt es hier, das ist quasi wie Schulfans sehen, das kam auch immer so früh. Ein Barista ist ein Kaffeekünstler an der Espressomaschine, der ein großes Wissen über Kaffee hat, diesen zubereitet, verziert und dem Kunden serviert. Cyril, ist das die Dienstbeschreibung für euer Team oder was macht ihr da Sonntag für Sonntag? Ja, das trifft schon relativ gut. Tatsächlich hast du vorher gefragt, dass du, was Barista heißt. War für mich so offensichtlich, aber ich jetzt auch nicht so definieren können. Also ich finde, das trifft sehr gut, diese Kunst, den Kaffee, über den Kaffee zu wissen, aber auch über die Maschine, wie man die bedient und quasi auch einfach so ein Barkeeper für Kaffee einfach. Und das kommt ja aus Italien. Also passt schon, trifft es schon sehr gut. Gut. Hey, wir haben euch ein paar Bilder mitgebracht, was da so Sonntag für Sonntag in unserem Backstage-Bereich abgeht. Hey, und Cyril, das sieht ja niemand da. Jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt haben die da ein extra Team zum Kaffee kochen. Aber ich weiß, dass euer Herzschlag ja noch weitergeht. Es geht ja nicht nur um den Kaffee. Ja, genau. Also tatsächlich sieht man das, die meisten Besucher sehen es nicht, weil es im Backstage ist für unsere Helden auf der Bühne und hinter der Bühne, dass die da einen guten Kaffee haben. Und ich habe ein unglaubliches Team, was da auch Sonntag für Sonntag auch um 8 auf der Matte steht, auch da im Backstage ist und quasi für jeden, der am Sonntag dient, einfach diesen Dienst macht, guten Kaffee zu servieren. Und ich persönlich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Das ist wirklich immer wunderbar, wenn man da so hinkommt, dann am Sonntagmorgen. Und der Kaffee ist deutlich besser, wie den ich zu Hause mir da irgendwie aus der Vollautomatenpresse da lasse. Das ist eigentlich das beste Kompliment, was eigentlich, das, also wenn es auch so ist bei euch, sag's gerne dem Barista, weil der freut sich dann zu hören, dass man den Unterschied auch merkt. Und es gibt auch Menschen, die tauchen im Backstage-Bereich auf, ohne dass sie am Sonntag Dienst haben, nur wegen dem Kaffee. Das soll es geben, ja. Genau, und aber jetzt haben wir viel schon über Kaffee gesprochen und auch über euren Herzschlag da dahinter. Aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, dieses Team, das jetzt im Moment nur am Sonntagmorgen im Backstage-Bereich ist, plant aber für sich ja auch den nächsten Schritt, Cyril. Ja, tatsächlich planen wir gerade diesen Ellipse-Umbau, also einen Eingangsbereich im ICF. Und da gehört dazu, dass wir gesagt haben, okay, es ist cool, dass wir für unsere Helden des Sonntags quasi einen guten Kaffee haben, aber wir würden gerne weitergehen und für jeden einzelnen Besucher quasi diese Kaffee-Experience bieten. Und da ist der Umbau von der Ellipse quasi der nächste Schritt, dass wir sagen, okay, und dann planen wir direkt schon mit dieser Exzellenz, mit der richtigen Maschine, der richtigen Ausrüstung und natürlich auch das Team, was dazu gehört, damit wir jedem dieses Angebot machen können. Und wenn du dich jetzt fragst, was, die bauen da extra ihr Foyer um, nur damit das Barista-Team am Start sein kann? Nein, wir bauen allgemein um. Wir wollen das schön machen. Wir wollen das schön machen für dich, wenn du hier live im Gottesdienst bist oder auch mal zu Gast hier dabei bist, wenn du deine Freunde mitbringst. Wir haben gedacht, das muss einfach auch mal wieder ein bisschen in eine neue Zeit gerückt werden. Und ein Schritt davon ist, dass wir auch unsere Theke vergrößern, weil dieses Team braucht Platz und hat Maschinen und das ist auch eine richtig große Aktion. Und da wird das ein großer Schritt sein. Hey, Cyril, ich trinke zwar unglaublich gern euren Kaffee, mache ich jetzt gerade nochmal. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Kaffee. Also ich weiß, Boden rein, Knopf drücken, fertig. Und jetzt finde ich das aber schon richtig cool, wie ihr an dieses Team rangeht und was euer Herzschlag da dahinter ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, ich habe eine Leidenschaft für Kaffee und wenn es bloß selber trinken ist, und mich würde es vielleicht auch ein bisschen interessieren, wie das da weiter oder was man da noch lernen kann. Und ich habe eine Leidenschaft für Menschen. Wie kann ich denn Kontakt mit euch aufnehmen? Was gibt es die Möglichkeit, damit einzusteigen? Definitiv sind wir immer auf der Suche nach Leuten, die entweder das schon können und dann schon Barista-Erfahrung haben, aber auch sagen, hey, ich habe Interesse, mich interessiert das, weil es ist eine lange
Journey, bis man wirklich das alles kann oder vieles kann. Es gibt immer mehr zu lernen. Also bei mir hat es auch, keine Ahnung, drei, vier Jahre gedauert. Aber wenn du einfach am Anfang bist und denkst, ja, ich würde mir gerne auf diese Reise machen, dann ist, glaube ich, bei uns im Team der richtige Ort, um unkompliziert zu lernen, einfach mal dabei zu sein. Hauptsache, man mag gern guten Kaffee und man mag Menschen, weil man hat ja immer diese eine Minute, wo man dann mit der Person reden kann und quasi in die Augen schauen, denn hier, das ist dein Kaffee und dann ein bisschen dann noch Kaffee und quasi diesen Blick noch geben kann. Und ja. Sehr cool, genau. Und wenn dich das jetzt vielleicht wirklich interessiert, dann haben wir hier einen QR-Code, den wir euch einblenden. Da gibt es einen kleinen Link, Kontakt zum Barista-Team. Und da gibt es so einen Knopf, den Leiter kontaktieren. Und dann könnt ihr dem Cyril direkt eine E-Mail schreiben. Und sie sagen, Mensch, Cyril, was für Bohnen nehme ich denn da? Also ihr könnt auch da völlig alle Support-Themen und so weiter ansprechen. Oder ihr sagt, hey, wenn da im September jetzt wirklich ein neues Team an den Start geht, was sich dann auch vergrößert, hey, das wäre für mich ein toller Moment, um einzusteigen. Dann herzliche Einladung dazu. Freue mich auf euch. Hey, Cyril, ganz nebenbei, wie gesagt, ich bin kein Fachmann, aber gibt es eine Lieblingssorte, die du uns an Kaffee empfehlen würdest? Du meinst jetzt von dem Geschmack oder von den Bohnen? Ja, also ich zum Beispiel mag diese italienische Röstung, wo man dann merkt, okay, es ist ein bisschen dunkler, ein bisschen schokoladiger, ein bisschen stärker der Espresso. Jeder, der mal in Italien im Urlaub war, der merkt, okay, geht irgendwo hin, trinkt einen Espresso und der schmeckt einfach dieses Besondere. Das ist quasi meine Vorliebe, aber das hat jeder quasi seinen. Es gibt auch eine hellere Röstung, die dann so ein bisschen mehr wie Tee schmeckt oder was ein bisschen. Genau, das wäre so mein Go-To für so Cappuccino und so weiter. Okay, ich mache mich jetzt am Dienstag auf den Weg nach Italien, da probiere ich das gleich mal aus. Ich habe ehrlich gesagt da noch nie einen Unterschied geschmeckt oder vielleicht einfach nicht wahrgenommen. Hey, aber erstmal zurück dir und deinem Team. Vielen, vielen Dank für das, was ihr da Sonntag für Sonntag tut. Ihr glaubt gar nicht, was für ein Segen ihr seid. Und das meine ich jetzt wirklich, es wirkt sich ja auf die Stimmung und auch auf die ganze Kultur aus, wie wir da den Sonntag erleben. Hey, aber jetzt starten wir alle gemeinsam rein in den Gottesdienst. Wir freuen uns auf den Worship, den wir miteinander erleben. Dürft euch freuen auf die Predigt von Caro und Dario. Wir sind in so einer Miniserie rund um den Heiligen Geist. Und wenn ihr Fragen habt, dann kann ich jetzt schon anteasern. Caro und Dario werden später mit mir hier sein. Und ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Über den Slido-Link, den wir jetzt auch über QR-Code einblenden, könnt ihr euch vielleicht jetzt schon mal aufs Handy ziehen und mitschreiben. Und wenn ihr Fragen rund um die Predigt habt, seid ihr herzlich eingeladen. Jetzt freuen wir uns aber, miteinander Gott und Gottesdienst zu erleben. Bis bald.